So, dann würde ich mal sagen, ja, hallo, und hier ist wieder euer Maddi, und zwar mit einer neuen Folge von Conan Exiles, und zwar mit dem guten Stichi und dem guten Basti. Und wir wünschen euch auch Elfle ganz viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Weißt du, was mich wundert? Manchmal, da kommt das Video und manchmal nicht. Verstehe ich nicht, nach welchem Zufall das. Okay. Kann ich dir auch nicht sagen. Also, ich meine Decke vergessen, Menschenskinder. Hallo Stichi. Hi. Ja, würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in Exiles. Und zwar mit dem guten Stichi und dem Basti. Ich Ich habe würde. übrigens schon mal 9 Stück Stahlfeuer hergestellt. Die brauchen wir für Stahlbarren. Ah, okay. Ansonsten, Mali, was brauchst du eigentlich? Huch. Holzstein oder? Ach, wir bräuchten eigentlich alles. Aber lass uns erstmal schnell Dings holen. Gut, ich bin startklar. Bisschen Eisen. Clean Expedition. Wir hier gleich noch ein bisschen Pflanzenpause und alles mitnehmen. Ja, es gibt hier auf alle Fälle noch sehr viel zu entdecken. Und vielleicht macht es ja irgendwann auch mal Sinn, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Base irgendwo bauen. Gerade wenn wir vielleicht doch zu weit weg sind von unserer Hauptbase. Eine Speditionsbasis. Ja. So ein bisschen wie in Fallheim. Also cool wäre natürlich auch hier die so Portale, ja, dass du hin und her reisen kannst. Das wäre mega. Ich habe gerade mal geguckt, also es ist gerade mal bei der Hälfte. Also das dauert echt ewig. Wirklich ewig. Und mit ewig meint man die auch ewig. Oh ja. Ne, überleg mal, wann haben wir das angeschubst? Ich sag mal, das war ja noch in der letzten Aufnahmesession. Es Am ist Anfang definitiv. ziemlich. Ja, also das ist ja, sag mal, jetzt wirklich schon gefühlt, na, bestimmt 3 Stunden in der Produktion. Oh, wenn ich das letzte Mal an die Hexe denke. Mari, ich will nicht darüber reden. Du hast mit dem Thema angefangen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir das nochmal da versuchen. Ich meine, klar, jetzt wissen wir ja, wie es geht, ne? Sind wir dann schon eingespielter, aber. Ja, ich sag mal so, das Ärgerlichste bei der Hexenkönigin war ja wirklich gewesen, wir hätten es geschafft. Ja. Wär dieser blöde Bug nicht gewesen, wir hätten es geschafft. Jetzt ist es ins Wasser gerollt. Ja, ich könnte es auch trotzdem noch ausnehmen. Warte mal, wenn wir einmal im Wasser sind. Gleich mal ein bisschen was trinken. Wollen wir obligatorisch die Dudes hier wieder weg? Ja. Denkt doch mal, wir müssen auch mal jemanden hier opfern und gefangen nehmen. Ja, warte mal, dann würde ich mal. Ich hab den Knüppel auf Tesch. Wir können ja mal gucken, was da passiert. Aber ich habe das Lasso noch nicht. Warte mal, kann ich das. Die Mehr Fessel. Fesseln Kann ich. braucht man, glaube ich, schon. Warte mal, Fessel? Was brauche ich denn dafür? Oh, ich kann eine machen. Warte, ich Dann brüte. machst du eine. Ja, Moment. Ist in der Mache. Es sind zwei auch übrigens diesmal. Okay, ich habe eine Fessel gemacht. Die packe ich mir unten mal auf die Tasche. Ah. Also einen kloppen wir um, richtig, und einen versuchen wir jetzt gefangen zu nehmen. Okay. Genau. So, mal sehen, ob ich die hier anpieken kann. Ich nicht. So, jetzt. Ich versuche ja alles auf mich zu nehmen. Oh, nee, So, nee. den müsstest du jetzt umhauen. Ach, scheiße, da Blutungsschaden, ne? Verdammt. Ach, das habe ich nicht daran gedacht, dass die. Schade. Ja, da hätte ich vielleicht auch die Deutschen nicht verwenden dürfen. Naja, egal.
Ja, ich muss sagen, hier die zwei Dudes, das ist immer so ein schöner Einstieg in Conan, ja, dass man hier weiß. Die müssen immer als erstes dran glauben. Ja, ich find's auch cool, dass die immer wieder respawnen, ne? Hm. Naja, dann falls man sich mal vermacht, ne? Hm. Gerade wir eigentlich gefangen nehmen wollten, aber sterben durch einen dummen Zufall, ist das schon ganz gut. Ja, aber es hält sich ja vom Aufwand noch in Grenzen, also es ist jetzt nicht so weit weg von unserer Base. Nö, deswegen, das war ja bei mir im Singleplayer, ist es ja auch so, an derselben Stelle eine Basis gebaut und dann durch Zufall hier das Eisen gefunden. Hast du jetzt eigentlich nochmal privat nochmal gespielt? Gar nicht mehr. Gar nicht, okay. Wollte, aber ich habe es tatsächlich gelassen. Ah, da war es bei Fireheim anders gewesen, ja. Da hast du ja privat auch extremst durchgesuchtet. Mhm. Wahrscheinlich wirklich ist nochmal dort gesagt hier, das Bausystem ist hier nicht ganz so deine. Das fandst du ja in Fireheim deutlich schöner. Genau. Das hier ist wirklich reines Koop-Spielen, das merkt man auch. Mhm. So, ich bin sowas von propvoll, Madi. Ich bin bei 93%, also wir können gerne zurück. Jo. Die sind schon wieder da, Madi. Zwei Stück. Alter, ist auch, also hier der Respawn, da geht der extrem schnell, oder? Aber Madi, wir lassen uns nicht lumpen, wir versuchen das jetzt nochmal. Ja, auf alle Fälle, also fesseln, dann nehme ich mal gleich den Knüppel. Ja, und denk dran, keine schweren Angriffe, dass kein Blutungsschaden hinzukommt, ne? Ja, ja. Warte mal, dann nehme ich mal gleich. Kann ich auch komplett blocken, die Aggro auf mich ziehen. Bist du da? Ich bin da. Jo. So, sie sind jetzt auch aktiviert, alle Bäder. Jo, ich glaube, den grauen. Oh, die gehen auf dich. Den grauen Balken, die über sich haben. Also, ich greife jetzt nicht weiter an, damit die nicht stirbt. Ja, aber ich habe Blutungsschaden. Du hast. Scheiße. Hat wieder nicht geklappt. Ich habe einen Angriff gemacht aus Versehen. Ich blöd, Mann. Ich. Ah, okay. Wollte ich doch gar nicht. Tja, dann müssen wir nochmal gucken, wie das am besten funktioniert hier mit den Wegknüppeln oder Fesseln und so. Weil da war ja auf einmal so ein grauer Punkt gewesen, ja. Naja, so eine Leiste, die muss runtergekämpft werden, so. Aber wenn ich angreife, dann geht nur der Lebensbalken weg. Das wollen wir ja nicht, die müssen ja leben. Jo. So, und damit klebt die ganze Arbeit an dir, weil die automatisch auf dich gehen. Na, da wird es doch Sinn machen, wenn ich uns allen mal so einen Knüppel mache. Jo, und eine Fessel. Hm. Da müssen wir halt ran. Ja, beziehungsweise müssten wir wahrscheinlich vorher erst noch diese, warte mal ganz kurz, Stichi. Müssten wir wahrscheinlich erstmal noch dieses Pferch machen, dass die dann quasi auch, sag mal, gebrochen werden, weißt du? Das haben, naja, wir, das haben wir ja noch gar nicht. Ich will dich eigentlich sofort an meinen Altar opfern. Dazu muss ich die da hinführen, hinlegen und einen Dolch anwenden. Ja. Ah, okay. Also jetzt unbedingt als Sklaven halten wollte ich gar nicht. Ach so. Brutal, wie ich bin. Aber ja, langfristig hast du natürlich recht, brauchen wir das, die ganzen Gebäude. Ja, wäre ja cool, wenn man die dann irgendwie auf zum Holzhacken losschicken könnte, um Pflanzenfasern oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Hm, keine Ahnung. Oder hier hol kontinuierlich ein bisschen Eisen oder sowas in der Richtung. Das wäre echt mega. Ja, traut es seinem Glück allein. So, Öfen an. Warte, ich hau jetzt mal in den guten neuen Ofen rein. So, hier hatte ich noch ein bisschen Stein. Brauche ich auch gleich rein. Deck. Irgendwo hat man doch diese Herberbank. Jo, hier. Ich wollte ja mal gucken, ob ich eventuell hier unten bei uns ein Häuschen noch ein bisschen was machen kann. Mhm. Ich würde auf alle Fälle nochmal Holz hacken. Holz und Stein. Soweit wie es geht. Ich denke mal, Holz werden wir gleich eh nur noch brauchen, wenn man hier das Eisen, das durchläuft. Ich habe gerade gesehen, wenn wir jetzt mit der verbesserten Hacke auf die Bäume draufhauen, kriegen wir Harz raus. Mhm. Das kriegst du auch raus, wenn du mit der Spitzhacke draufhaust. Ja, ja. Deswegen habe ich ja gerade mal gemacht, spaßeshalber. Dass wir wieder ein bisschen Rinde haben.
gerade schon wieder 500 Steine auf Tisch war. Wahnsinn. Naja, also hier mit den neuen Hacken geht es echt extrem schnell. Wahnsinn. Extrem schnell. Stoppen. Alter, 215 Metall macht er da raus. Brauchen wir auch alles. Ist das besser oder ist es schlechter? Ist schon durchgelaufen? Nee, ungefähr gleich. Besserten sind bestimmt einfach nur schneller, oder? Kann ich mir vorstellen. Warte mal. Also ich sag mal hier, diese grauen Dinger, also da kannst du, neben denen kannst du ja ganz gemütlich einen Baum fällen, das stört dich gar nicht, ja. Nur die roten sind wirklich extrem aggressiv hier. Das sollen wahrscheinlich Männchen und Weibchen darstellen oder sowas. Das ist möglich. Könnte ich mir vorstellen. Was ich nur echt ein bisschen schade finde, ist, dass hier oben halt in unserem Gehege trotzdem das Ding nicht zu sehen ist, was wir hier gerade aufziehen. Hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht. Was kann ich eigentlich jetzt hier noch bauen? Holzzaun. Banner. Was ist ein Banner? Ich könnte einen Banner bauen. Eine Kampfstandarte. Bräuchte man aber Seide. Und Seide, naja. Haben wir noch keine gute Variante für gefunden? Nee, die Spinnen hatten ein bisschen was gedroppt, die wir letztes Mal auf dem Rückweg hatten. Ah, okay. Aber recht wenig. Okay, also ein bisschen Physik gibt's hier auch. Schon gut zu wissen. Warum, was ist passiert? Na, ich hab mal hier ein bisschen was weggerissen. Und auf einmal kam hier ein bisschen was. Zack. Zack. Weil ich nämlich das hier doch nochmal ein kleines bisschen anders bauen wollte. Okay, so nicht. Muss ich jetzt noch ein Fundament drunter setzen oder wie? Säcke. Ach, verdammt. Und los? Nur irgendwas. Ich habe gerade eben Aloe Vera Samen gesammelt und bin aus Versehen in dieses Lager dieser Menschen hier reingerammelt. Oh, warte mal, hier steht ein Zuchtmeister und sowas. Bist du da gerade irgendwie bei den Typen? Ja, oder? Da bin ich gerade. Okay, brauchst du Hilfe oder geht's? Ja. Dann sag doch was, wenn du bei den Typen da Stress machen willst. Ich bin aus Versehen rein hier ran, da kann ich echt nicht dafür. Ah, okay. Ich hab dich nicht gesehen. Oh, die haben hier auch eine Kiste. Meine Güte, ey. Jedoch. Ah, Basti ist da. Oder? Ah ne, da liegt hier nur hier. Okay. Na, was? Lässt sich gerne feiern.
Ja, Basti liegt einfach nur faul da, macht nichts. Der Matti, der reißt ja wieder ab. Ja, ich will das ein bisschen schöner haben. Aber irgendwie macht das nicht so, wie ich das hier will. Die Steindecken. Noch 6 Stück. Wo? Mal gucken, ob das denn so funktioniert hier. 7? Ja. Ah. Und so ein Treppchen. Stein und Stein habe ich nicht mehr. Wand, zweimal noch. Ah, sehr schön. Eine schwere metallverstärkte Tür. Krass. Ich würde mich immer noch interessieren, wie man Glas herstellt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Kann doch nicht so schwer sein. Okay. Ja, ein Abfallprodukt hätte ich gedacht. Ja, das sieht doch gleich viel freundlicher aus hier. So. Duck, duck. Außer hier, das muss ich noch machen. Ostseite. Nein! Eine Mauer brauche ich noch. Da, genau. Zack, herstellen. Okay. Liebe Gazelle, aber du musstest, wenn du hier meine Rampe benutzt, musst du damit rechnen, erstochen zu werden. Mörder! Sinn. So. Hier, das sind diese Fundamente. Acht.
Okay. Tja, so schnell sind ein paar hundert Steine weg, würde ich mal so sagen, ne? Aber guck mal, jetzt sieht jetzt drinnen schon ein bisschen besser aus. Ich habe hier noch so einen kleinen Zaun da oben drauf gesetzt und oben halt noch zwei Treppen. Dass hier drin ein kleines bisschen wohnlicher aussieht. Im Lagerhaus. Ich komme gleich rein. Doch, hier. 89. Ah, okay, der macht auch Ziegel jetzt hier hinten. Ja, das habe ich gerade reingepackt, den Stein, weil ich nach wie vor immer noch Glas suche, wie das herzustellen geht. Deswegen haue ich alles rein, aber... Gehärteter Ziegel kriege ich. Was hast du jetzt da noch zusätzlich reingeschmissen? Gehärteter Stein unten und normale Ziegel, die schon fertig waren, habe ich reingeschmissen. Gehärteter Ziegel. Aber ich suche immer noch Glas. Das gibt's doch nicht. Madi, das gibt's doch nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Also... Ich müsste auf alle Fälle mal ganz kurz meine Dings hier reparieren. Bräuchte ich jetzt mal ein kleines bisschen Eisen. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche ja erstmal eine Gussform für Glas. Ja, Gussform, ja? Die, ja, ja. Ja, Glaslasch und Gussform. Da brauchst du Eisen bauen, warte mal. Die könnte ich, könnte ich auch herstellen, warte. Warte, ich habe doch alle schon auf Tash. Nee, die kann ich. Wieso kann ich die nicht herstellen? Das ist doch, ach, ich habe die Silberbarren genommen, ich blöd, Mann. Warte, da, ich habe sie auf Tash. Ich mache schnell ein. Das machen wir mal einen herstellen. Dauert jetzt ein Weilchen? Okay, also jetzt hier hast du eine Glasflaschen-Gussform. Ist jetzt eine hier drinne. Warte mal, wir nehmen die mal. Ich habe die mir mal auf Tash gepackt. Wir können die ja mal in den Ofen reinlegen. Nee, man braucht dafür wohl Kristalle. Ich habe das gerade eben nebenbei gegoogelt am Handy. Das gibt's in der Grotte. Kristalle? Rote. Die findet man in Höhlen. Aber ich dachte, irgendwelche Kristalle hatten wir schon mal. Warte mal. Ja, ich kann jetzt nochmal das ganze Inventar ja durchgehen, aber... Naja, wir haben ja solche anderen Kristalle, solche... Na, 15 Stück. Transparenter, schimmernder Stein. Der wird es aber nicht sein, die waren rot. Also ich kann's ja, ich hau's mal in den Ofen mit rein. Ja, im hinteren, warte. Dann nehme ich die Gussform, hau die auch da hinten rein. Jo, es funktioniert, Mati, du hast recht. Es funktioniert, 7 Glas kommen raus. Huhu! Mit den Kristall? Jo. Ey, cool. Aber dadurch, dass es ganz hinten hängt... Ja. Werde ich das mal in den anderen Ofen packen, in den ersten. Da ist nämlich schon alles... Durchgelaufen. Oh, warte mal, nee, da in der Mitte, da ist schon alles durchgelaufen, so rum. Pack. Jo. Na, ist doch schön. Weil dann kann ich mir nämlich bald rote Farbe herstellen und schwarze Madi. Und dann will ich meine Kleidung schwarz-rot machen, das sieht dann richtig heiß aus. Ich brauche Schildläuse. Die gibt's an Kakteen. Was? Schildläuse? Ja. Erzähl dir nichts mal davon. Ich glaube, die will man eigentlich lieber nicht haben. Die Schildläuse. Oder die Filzläuse, ja gesagt. Schildlaus, nicht Filzlaus. Mhm. So, jetzt muss ich aber an die leeren Flaschen noch erstmal Wasser reinkriegen. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt damit zum Wasser runter. Werde obligatorisch von 25 Krokodilen niedergemäht. Na, ich schleiche jetzt gerade mal zurück in unsere Base. Bin nämlich dezent überladen. Ein paar Pflanzenfasern auf. Und ein paar Sekunden ist es auch stockefinster, weil meine Fackel den Geist auf. Und? So, das hat funktioniert. Konnte ich mir schon denken. Was hat funktioniert?
Mit der Glasflasche, oder? Genau, ich bin mit den leeren Glasflaschen ins Wasser gegangen, habe Mützen geklickt und dann waren die gefüllt mit Wasser. Ah, okay. Und jetzt brauche ich irgendwo einen Kaktus, um die Schildlaus zu finden. Und ich hoffe, dass ich mich so weit bewegen kann, weil du ja der Host bist. Mhm. Wenn nicht, gehe ich nachher nochmal mit. Ist doch kein Problem. Gesundheit. Danke. Ah ja, und wenn Basti da ist, können wir ja mal hier einen kurzen Ausflug hier nach Mordor machen. Was nach Mordor? Ja, hier drüben. Ach so, wo das ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Wollte schon gerade sagen, was redet der Madi da wieder für verwirrendes Zeug? Ich? Aber es hat seine Richtigkeit. Ja. Alter, wo gibt's denn hier mal einen Kaktus? Das gibt's doch nicht. Ich komme nirgendwo hin, zu weit vom Host. Selbst in der Wüste steht kein Kaktus. Na warte, Stichi, dann baue ich hier drinnen noch schnell die Werkbank des Sattlers. Und dauert noch ungefähr so 30, 40 Sekunden oder Minütchen. Dann komme ich mit dir mit in die Wüste, okay? Ja, komm, machen. Die ist auch nicht sehr groß, also das passt schon. Packe ich die mal hier oben als erste Werkbank hier unser neues Lagerhaus rein. Dick. Alter, 68 Eisenbahn und 75 Leder kostet einmal so ein Sattel. Krass. Aber für welche Tiergattung steht das da auch? Hier steht nur Rezept leichter Schlachtross-Sattel. Benötigt Zwirn, Leder und Eisenbahn. Krasse Scheiße. Okay, Stichi, also meinetwegen können wir gerne mal kurze Exkursion mal machen. Ja, ich komme erstmal zurück. Hier. Hm? Ich habe versucht, es auszuspielen. Auch im Norden gegenüber bin ich gerade mal rübergeschwommen. Ich sehe keine Kakteen. Keine Ahnung, ich bin entweder zu blöd, zu blöd. Ja, warte, dann komme ich zu dir. Oder bist du voll mit irgendwas? Nö, ich dachte nur, ich würde mehr wieder in den Süden gehen, so in Richtung Stadtpunkt, wo wir waren, weil das war ja eine Wüste gewesen. Aber keine Ahnung, ob da Kakteen waren, ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay.